Herzlich willkommen beim Ratinger, der Podcast mit dem Hang zum pulsierenden Live-Chat. Viel Spaß! So, Leute, da sind wir wieder zur Folge 171. Servus! Wie ihr schon wisst, bin ich nicht alleine. Heute mit dabei ist heute einmal der Kai. Hallo! Und der Bobson Bob. Hallo! Und natürlich meine Wenigkeit. Servus Raiden. Hallihallo! Na, genießt ihr auch das warme Wetter? Na, heute hält sich ja in Grenzen, oder? Das geht. Hör auf. Gestern war es gut warm. Bei uns wird es immer dunkler. Das scheint irgendwie gleich noch was zu geben. Bei uns scheint die Sonne und es ist warm und ekelhaft. Ja. Apropos ekelhaft. Freunde, es gab Kommentare zur letzten Folge. Hupfen wir doch gleich. Was ist denn das an ekelhaft? Das ist doch voll cool. Ja, hey. Hey. Ja. Oh Gott. Wir kriegen nie wieder Kommentare. Hey, schreibt mehr Kommentare. Das erinnert mich an das Video, wo ich mal in der Gruppe gepostet habe mit Hui. Ich schau mal, ob ich es noch finde, dann poste ich es mal. Und zwar, neben den coolen Pinkback hat uns der was von mir geschrieben. Und zwar, was hat er dann geschrieben? Das war doch klar, dass ein neuer Streaming-Server schnellstens geshoppt war. Ein Video-Tutorial über die Installation des Servers bis zur Teamspeak-Anbindung. Ich kann gar nicht gleich plaudern, ey. Das wäre mal eine Sache. Viel Spaß und weiter so. Ja. Also. Ja. Gut. Das könnte ich eigentlich noch posten. Und zwar, wir haben doch damals so ein PDF gemacht, wie wir das machen, ne? Mit Streaming-Server und Icecast. Ich meine, das ist in 5 Minuten passiert, das Ganze. Nehme ich mal mit, da poste ich nochmal eine Antwort hin, ja. Schreibe ich mir gleich mal auf. So. Also, wie gesagt, ich werde es nochmal verlinken. Ich werde nochmal auf das Kommentar antworten. Mit dem Link zu dem Dokument, so wie wir das halt machen. Also, ja. Eigentlich ganz einfach. Voll. Ja, aber wir haben das ja bei den Landschungern auch gemacht. Das ist ganz easy eigentlich, ne? Das ist bestimmt total amateurhaft, aber funktioniert. Genau, dann Didaktiktafel hat geschrieben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da bezieht er sich auf ein Bild, auf das ich jetzt nicht näher eingehen werde, weil dazu komme ich später nochmal in meiner Woche. Nur so viel dazu, Didaktiktafel scheint wohl ein kreativer Kopf zu sein. Ja. Aber der Martin Agapo Kipsi Recksteiner hat uns geschrieben. Was hat er denn geschrieben, Kai? Allegra ist eine Begrüßungsformel im Bündnerland. Graubünden, aller guten Tag oder Hallo. Filusa ist ein Dorf zwischen St. Moritz und Davos. Auf der dazugehörigen Alp von Filisur steht übrigens die Original-Heidi-Hütte aus den 50er Jahren. Aus dem Schwarz-Weiß-Film. Ja, und da wohnt der Almöhi und der macht heute noch den guten Kors. Das hat er nicht geschrieben, habe ich jetzt dazu gesagt. Jo. Bo Kipsi sorgt immer dafür, dass er wegen der Bildung hänger bleibt. Der hat den Bildungsauftrag. Ja. Der ist damit erfüllt, der Bildungsauftrag. Jo. Ja, wusste ich auch nicht, dass das da dort steht. Das ist in der Schweiz, ja, aber wo genau, keine Ahnung. Dann das hat er bei mir im Podcast schon mal erzählt. Echt? Ja, du warst doch dort. Du warst doch nicht auf der Alm mal, Mensch. Ja, war ich. Da
Da hast du ja wohl was verpasst, wenn du da nicht warst. Die Heidi, die war da nicht mehr. Ah, war die nicht mehr? Schon ausgezogen oder was? Naja gut, die ist mittlerweile auch schon über 18. Rente. Ja, ja. Okay. Ja, das war mal eine gute Partie, ne? Naja. Lang ist her. Apropos, ja, da hat der Geisenpeter aber zugeschlagen bei der Partie. Ich wollte gerade sagen, apropos gute Partie, der Uwe Klein hat geschrieben. Bob, ja. Was hat er denn geschrieben? Der Uwe Klein? Mhm. Ja. Auch was geschrieben? Also, der 110% da. Also, Raiden, zu deinem Besuch in der Disse, also er meint wahrscheinlich die Disco, und den Frauen um die 40, sorry, hast keine Ahnung. Lieben Gruß, Uwe. Kurz ab. Ja. Da ist dir keine Ahnung. Die haben bestimmt alle gute Mama-Qualitäten oder so. Oh, Buh, magst du noch was essen? Naja, aber keine Ahnung. Du, die Ollenbesen kehren gut, ich sag's dir. Na dann. Aber ich kann meine Wohnung auch selber sauber machen. Aber wäre vielleicht mal eine gute. Naja. Trotzdem, kleiner Uwe, vielen Dank dafür. Ja, der Nachtzug schreibt auch gerade, Liebe geht durch den Magen. Oh. Ja, genau. Oh Mann. Hm. Das, mir so der, mir so der das war genau das, was ich gedacht habe, was er da schreibt. Durch den Magen. Oh. Ja. Aber mal, ich brauche mal einen Apfel vor der Sendung, sorry. Ne? Oh. Ja, vor der Sendung, aber wir sind jetzt ja hier mittendrin. Ein bisschen gute Nose. Was mit der Nosen? So. Uwe, vielen Dank für deinen Kommentar. Vielleicht, ich hab ja vor, heute Abend mal wieder wegzugehen, ne? Und jetzt habe ich mich extra die Woche über nicht rasiert und ich habe jetzt hier so ein bisschen mehr als 3 Tage Bart und vielleicht falle ich ja diesmal auf, ne? Vielleicht habe ich dann nicht mehr dieses Bübchenhafte, wie wenn ich einen glatt arschrasierten, ein glattes arschrasiertes Face habe, sondern einfach hier so recht stolpert. Vielleicht falle ich ja dann ins Beuteschema deiner Frauen um die 40. Schauen wir mal. Wenn der Outlaw. Ja, ich glaube, fast 60% der Frauen stehen auf 3 Tage Bart. Echt? Hm? Habe ich mal irgendwo gelesen. Weil man dann das Elend nicht sieht oder was? Oder? Ja. Das erklärt einiges. Hm. Wobei ich noch keine Frau gefunden habe, die das wirklich gut fand. Du rassierst dich ja auch immer. Naja, nicht immer, aber immer öfter. Na, wenn es doch ein bisschen kratzt, sind doch die Frauen gleich immer, das kratzt und das piekst und hin und her, oder? Das kommt drauf an, wie du das einsetzt. Es kommt drauf an, ich sag's jetzt nicht. Ja, du könntest immer noch sagen, ja, Madler, dann musst du andere Stelle suchen. So, ich nehme nur mal von meinem Kaffee, bevor es mir jetzt gleich, ne? Ich glaube, das ist übrigens die letzte Folge heute, oder? Scheiße. Frauen, die unbekannten Wesen, schreibt der Dominik Heinz. Ja, so schaut's aus. Was ist denn das? Das ist so warm, wenn wir das Fenster aufmachen. Ich schnall das bis heute noch nicht. Frauen, das ist ein Thema für sich. Oft genug auf die Goschen fallen. Naja, und jetzt esse ich mein letztes Stück Apfel vom Apfelspalte und bin satt. Aber wir waren beim Thema Frauen. Das ist ja das leidige Thema. Ich denke, da schließen wir mal mit ab. Mit einem netten Reim. Auf Frauen kann man bauen. So. Und dann schauen wir doch einmal zurück in unser schönes Dokument und mal wieder vergessen. Auch ein herzliches Hallo an den Chat, an unsere Live-Hörer, das haben wir ja total vergessen heute. Ihr merkt schon, im Sommer sind die Sendungen immer anders wie im Winter. Es ist so warm, ey, scheiße. Leicht angeheizt. Die
Clemens, der Raiden nimmt das nicht so ernst mit ihm. Ja, mit was? Mit dem Hipsterbart? Mit den unbekannten Frauen? Mit dem Liebe durch den Magen? Oder was meinst du jetzt, Clemens? Es gibt so viele Baustellen. Mit den Frauen soll es nicht sein. Ach so. Die kommt irgendwann, weißt du? Brauchst nicht zu suchen. Ja. Theoretisch. Fahr mal nach Heidelberg, da gibt es schöne Frauen. Das habe ich auch gehört die Woche. Echt? Ja. Ich dachte, und die schönen Frankfurt Frauen auch. Ich dachte, die schönen Frauen gibt es immer so in Osteuropa. Ja, gut. Da gibt es die günstigen. Aber schöner sind die deswegen auch nicht. Ach so. Na dann. Ja, obwohl, ich bin jetzt so einer schönen Facebook-Gruppe drin, pass mal auf, warte mal, vielleicht finde ich gerade zufällig, das ist ein nette Kommentar. Ich habe mich da nicht getraut, drauf zu antworten. Und weil nicht, dass ich da die Häme aus dem Facebook dann da bekomme. Aber ich gucke mal kurz, und zwar, ich bin ja da in Facebook in so einer Single-Gruppe irgendwie. Warte mal kurz. Aber du warst da schon bei der Hälfte, dass die Single ist. Musst bloß schauen, was die schreiben, dass die einen Batsch haben. Aber warte mal. Vielleicht finde ich es ja noch. Schade, ich finde es gar nicht. Ist halt Facebook, ne? Da ist halt alles immer, verschwindet immer gleich alles. Und ich finde das Facebook furchtbar. Die Timeline, die ist so durchmixt, dann siehst du, das, was vor 3 Tagen gepostet worden, das steht dann ganz oben. Das ist ein Quatsch. Vor allen Dingen spielt ja immer diese Videos ab. Das finde ich total ätzend. Das kann man ja ausschalten. Das habe ich direkt ausgeschaltet. Auf allen mobilen Geräten ist das aus. Ich glaube, am Computer aber auch. Das finde ich auch voll spannend. Ich finde es gerade nicht schade. Aber gut, Freunde. Lassen wir uns dessen nicht beirren. Und ja, hupfen wir mal zum Dokument, weil ich sehe, liebe Podcast-Kollegen, ihr habt das ja fleißig ausgefüllt. Ja, brav wie immer. Und wer sich vielleicht wo der Rest vom Team ist, weil das haben wir nämlich auch vergessen, ihr merkt schon, irgendwie ist halt alles anders. Gehen wir doch mal auf die obligatorische Team-Seite, die wo ich dann später noch anpassen werde, weil mir der Kai dann noch seinen Twitch-Account schickt, ne? Oder sein. Nicht nur meinen, sondern auch den Bob sein, weil wir haben einen gemeinsamen. Okay. Aber nicht zum Einsammeln. Heute wird es aber eklig hier, mein lieber Mann. Können wir nochmal von dem Thema hier abkommen? Ich sage nur, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ja. Das gibt jetzt Klicks auf den Kanal. Ja. Na, gestern Abend hatte ich ja schönen Damenbesuch. Ja, du hast halt die richtigen Kanäle. Wieso, wo die Fußpflege wieder da, oder? Na, hier auf Twitch, meine ich. Ach, auf Twitch. Oh, Jesus. Boah, hör dir das mal an, Kai. Furchtbar. Ich glaube, der Raiden macht den Podcast heute mal alleine zu Ende. Ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen twitchen. Lass ihn doch hier. Ja, wenn die Schüler zum Meister werden. Ja. So. Nein. Schauen wir doch mal. Was ist mit dem Görg? Der Görg, der ist mal wieder AFK. Der Tim, weiß ich nicht. Schon lange nichts mehr gehört. Da ist der Thema aber aktiv und auf Instagram, wenn mal was nicht funktioniert oder so. Und Facebook? Ja, Facebook auch, stimmt, ja. Muffelewuff? Nehmen mal an, Familienpflichten. Manu hat irgendwie geschrieben, sie schaut mal, ob sie es schafft, aber ich denke mal, der wird es nicht so gut gehen, weil dieser ist aus dem Krankenhaus gekommen. Verena macht irgendwie was mit Bienen. Ja. Und ja, das war's eigentlich, ne? Ja. Hast auch du Lust, dass wir dich auf unserer Teamseite begrüßen dürfen und von dir erzählen dürfen? Dann schreib doch mal an info@radinger.de und schreib am besten Hallo, ich würde gerne bei diesem Podcast mitmachen. Und dann melden wir uns bei dir. Jo, rufen Sie mich an, irgendwann mal angefragt.
Und freizügige Fotos helfen. Gut. Was schreibt denn der Chat? Da muss ich nur eins nachreichen, oder was? Wenn wir das denn sehen. War da nicht was mit den sexy Mädels auf Twitch? Die dürfen doch nicht mehr halbnackt streamen oder so. Siehst du es? Drum machen wir halbnackt Audio nach Zug. Genau, so viel dazu. Ja, der Raiden-Podcast ist wieder ohne Hose. Bei mir gibt's nichts mit doppelten Boden, so Freunde. Dann hätte ich gesagt, steigen wir doch mal wie gewöhnlich in die Woche ein. Und ich pick mal jemanden raus. Warte mal. Die Nummer 4. Ist Bob. Dabei, wir sind nur zu dritt. Wie war denn deine Woche? Und mit diesen Worten werfe ich dir den kleinen gelben Ball von Micha hin. Und bin gespannt, wie du reagieren wirst. Ja, ich nehme mal mit dem Fuß an. Du alter Kicker. Naja, du hast es ja gerade schon gesagt, also wir haben getwitcht ohne Ende. Da haben wir eine Menge unserer Freizeit verbracht. Ich glaube, da spreche ich auch für Kai. Ja, das hat auch einen Großteil unserer Woche halt bestimmt im Grunde genommen. Mittlerweile haben wir bald 150 Follower, was ich richtig toll finde. Nach 3 Wochen ist das wirklich ein gutes Ergebnis, wo ich mich freue. Ja, geht mal weiter. Jo. Kai hat sogar Damenbesuch. Mhm. Ja, sogar im Teamspeak hier. Und kann man sich ja auch auf unserem Kanal noch nachhören. Die ersten 10, 15 Minuten überspult ihr mal schön. Da war ich ein bisschen Kaugummi am Kauen. Ja, das war ganz zum Schluss eigentlich. Könnt ihr doch mal gucken, ja. Also der Clan, in dem die Dame war, also die machen sich da richtig, richtig Arbeit. Die besprechen vor jedem Clankrieg jeden Angriff im Teamspeak. Also sie haben auch ein Teamspeak. Machen Pläne, das heißt also, die machen einen Screenshot von der Base und machen dann halt eben einen Plan, wie sie wo die Truppen setzen. Also das ist jede Menge Arbeit, denke ich mal. Das kannst du allein gar nicht bewerkstelligen. Da musst du doch mit 3-4 Mann sein, die das dann so vorausplanen. Ja, aber das hat doch dann mit Spaß, also das ist ja wirklich schon richtig. Ja, ich meine, die sind da mit Herzblut hinten dran, sag ich mal. Das muss wohl auch. Ich meine, will jetzt sagen, nicht so wie wir oder so, aber ich meine, bei uns ist das, ja. Anders. Es ist anders. Ich traue mich da auch nicht, da noch einen Schritt weiter zu gehen oder so. Dann denkt der ein oder andere vielleicht mal, sag mal, jetzt hat er völlig den Boden verloren oder was? Ja, ich weiß halt eben, wie es in dem Clan vorher gelaufen ist. Da, wenn ein Angriff nicht gemacht wurde als Beispiel. Ja, da wurde dann gleich gekickt oder so. Ja. Echt? Ja, aber ich meine, ja. Also, wenn du Clankrieg machst und hast dich nicht abgemeldet, für den Clankrieg. Gut, mittlerweile kann man sich ja an- und ausschalten im Clankrieg. Das konnte man früher nicht. Stimmt, das habe ich noch miterlebt, ja. Ja, es war, wenn du einen Clankrieg gestartet hast, war alles dabei. So, jetzt war das dann clanintern so geregelt, wenn du zum Beispiel in Urlaub bist, hast du dich halt eben abgemeldet. Ich bin von dann bis dann in Urlaub, mache beim Clankrieg nicht dabei. Dann musste der Clan halt eben das irgendwie kompensieren. Aber wenn du dich nicht abgemeldet hast und hast deinen Angriff einen Angriff nicht gemacht, dann warst du weg, raus. Ja, also das war eben so. Krass. Da gibt es schon ziemlich krasse Regeln und die fuchteln da nicht lange. Ich meine, in unserem Clan hier, ich sag mal, da kenne ich, denke ich mal, 90% irgendwie doch persönlich, weil es Podcast-Hörer sind oder es sind Podcaster oder den einen oder anderen, den kenne ich auch privat oder so, da kannst du nicht einfach sagen so und jetzt tschüss oder was. Würde ich auch nicht machen. Ich meine, muss man ja auch nicht so streng sehen oder irgendwas. Wenn der Bob jetzt seinen Angriff nicht macht, weil er, was weiß ich, auf der Couch eingepennt ist oder so, kann ich nicht sagen, Bob, jetzt bist du draußen oder was. Nächste Woche machen wir jetzt hier weiter Podcast oder so. Ja, ich meine, wenn jetzt da jemand nicht mehr spielt wie der Raiden oder so, dann sage ich halt eben auch,
gehe aus dem Clan halt eben raus. Ich brauche keinen im Clan, der nicht spielt oder so. Aber das kann man ja ganz normal verständlich mitteilen. Ja. Ja, aber so hochgradig, wie du den Raiden rausgeworfen hast, das hättest du mit mir so nicht gemacht, du Freundchen. Ach komm, ich habe den Raiden gar nicht rausgeworfen. Da habe ich gesagt, wenn du nicht mehr spielst, geh bitte aus dem Clan raus. Und mehr ist es, da darf ja keiner böse sein, oder was? Ich meine, wenn ich hier nicht mehr podcaste, brauche ich auch nicht mehr in der Liste der Podcaster zu stehen oder so. Weiß ich nicht. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich glaube, ich war ja bloß dann noch ein bisschen drin, bis du einen neuen vertrauenswürdigen Nachfolger hattest, ne? Welcher der Kommandoebene oder muss ich. Ja, sagen. Ja, genau, ja. Das war ja der Robert dann, der ja auch hier Raidinger Hörer ist zum Beispiel. Okay, und der ist noch im Clan? Der ist noch im Clan, ja. Okay. Noch. Nee, Quatsch, natürlich. Ja. Nee, so ein bisschen Fopperei gehört halt eben auch zu, ne? Bob, machen wir auch ein bisschen. Das so muss sein, ja. Leute ärgern und sowas oder irgend so ein bisschen Fun mal bringen, weil nur dieses Lazy Farming, sag ich mal, und da und dit und jenes. Und der Clan muss ja auch leben und da wird im Chat geschrieben, wir haben einen Telegram-Chat noch außerhalb, da wird dann auch mal Blödsinn geschrieben oder so. Ja, das ist ja alles so weit in Ordnung und okay. Und aber halt eben. Das Ziel des Clans ist halt eben, diese Clankriege zu gewinnen. Und dann müssen wir halt eben die Arschbacken zusammenklemmen. Und dann muss halt eben jeder seine Mann oder seine Frau stehen. Und dann geht's halt eben nicht. Wenn ich weiß, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Angriff packe. Man hat 24 Stunden Zeit für zwei Angriffe zu machen. Ein Angriff dauert 3 Minuten. Du musst halt eben Truppen vorher trainieren und so. Und wenn ich weiß, das schaffe ich nicht, dann melde ich mich halt eben ab. Aber es passiert halt eben auch mal, dass was dazwischen kommt. Ich meine, wenn ich verheiratet bin, meine Frau ist schwanger, die kriegt jetzt das Kind und ist klar angekriegt und dann werde ich der Letzte sein, der sagt, du machst aber jetzt halt einen Angriff. Dann fährst du natürlich ins Krankenhaus oder was auch immer passiert. Ja, dabei nicht, aber wenn er die Oma zum Einkaufen fahren muss, dann kann man schon mal sagen, Junge, ja, so nicht. Entscheide mal, ne? Ja, das ist nicht so wichtig. Ja. Nee, aber ich meine, natürlich, es kann immer mal was dazwischen kommen und dann kann man ja schreiben, so, es ist was dazwischen gekommen, ganz Wichtiges oder so, oder ja, kann sie im Nachhinein erklären, dann ist das auch gut. Aber wenn jetzt da, was weiß ich, der Bob, ich nehme jetzt einfach mal den Bob, der wird mir jetzt nicht böse sein, will dann niemand anderes nennen oder so jetzt, ich nehme einfach mal den Bob, wenn der jetzt da bei diesem Clankrieg einen Angriff nicht macht und macht beim nächsten Clankrieg auch einen Angriff nicht, dann müssen wir mal reden. Dann, ist halt eben so. Ist so das Spiel und fertig. Die einen verstehen es, die anderen nicht, das verstehen aber auch. Gut, deswegen kann ich das so gut verstehen. Ich habe das ja auch gehabt beim Metal Franconia Festival zum Beispiel. Da hatte ich eigentlich noch einen Angriff zu machen. Ja. Ich habe geguckt auf der Karte, ist ja nicht wirklich, dass du irgendwo was ändern kannst. Und da war so schön Party und alles und ich war auch ein bisschen versoffen, ganz ehrlich. Und ja, dann habe ich meinen Angriff halt nicht gemacht, aber da, ich habe geguckt und hatte meine Truppen soweit trainiert und ja, deswegen, das war halt eben für mich auch ein Spiel in dem Moment, ne? Das habe ich nicht so gesehen. Ich meine, du bist ja auch, hast auch gesagt, ich spiele da zweimal am Tag und ich weiß ja nicht, wie oft du es jetzt am Tag spielst, aber das ist ja schon mehr wie zweimal am Tag. Und ich meine, Wenn du im Clankrieg halt eben siehst, selbst wenn ich jetzt da hier einen super Angriff mache und 3 Sterne hole, gewinnen wir den nicht mehr. Und dann musst du auch den Angriff nicht machen. Du kannst den Angriff machen, weil du ja noch deinen Bonus verbessern kannst, den du am Ende vom Clankrieg bekommst. Aber wenn du dann sagst, da ziehe ich ja dann auch ein. Aber beim letzten Clankrieg war es halt eben so, dass die Angriffe, es waren 3 Leute, die den zweiten Angriff nicht gemacht haben und hätten die die Angriffe gemacht, hätten wir den Clankrieg noch gewonnen. Dann muss ich sagen, so geht's halt eben nicht. Und die 3 sind halt eben angeschrieben worden. Und gut, hatten alle 3 eine Entschuldigung, sage ich. Der eine war, was weiß ich, hat's vergessen. Der andere, passiert halt eben. Ich kann da ja keinem jetzt den Kopf abreißen, deswegen mache ich auch nicht. Das ist mir auch zu doof. Da jetzt da was, aber wie gesagt, wenn es jetzt da beim nächsten Clankrieg nochmal so ist, dann müssen wir halt eben, muss ich halt eben einschreiten und sagen, so geht's nicht, weil ich meine, ich mache mir Gedanken, ich spende Truppen und mache und tue und in der Zeit des Clankriegs läuft mein Dorf halt eben auf Sparflamme. Ich kann nichts weiterbauen, weil ich nichts farmen kann und so, weil ich Truppen halt eben trainiert habe für
die Clan-Mitglieder. Man macht sich Gedanken, wo greift der an und so weiter und so fort. Und die anderen, die stecken da Zeit rein. Und dann ist es halt eben so, dass dann durch ein, zwei oder drei Leute dann das Ziel verloren geht. Ja. Das ist halt eine Sache, die man noch normal zusammen macht und und so. Ich meine, ja, es ist jetzt ja nicht, dass da jetzt weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ja, man kann über alles reden und wenn es halt eben nicht ging, dann ging es halt eben nicht. Aber es soll halt eben kein Dauerzustand sein. Deswegen muss man da auch gleich einschreiten, sonst hast du nachher von, sag ich mal, wenn du einen Angriff machst mit 10 Clan-Mitglieder, das sind dann 20 Angriffe, ne? So, dann hast du von 20 Angriffen nachher nur 10 Angriffe, ja, dann brauche ich keinen Clan-Krieg mehr zu machen, den kann ich niemals gewinnen. Deswegen muss man da gleich einschreiten und sagen, so geht's nicht. Ja, das war, also, habe ich ja erzählt, die Freundin von unserer Nachbarin, die hatte gestern halt erzählt, dass sie da auch in einem Clan ist, wo die Leute mit, die sind glaube ich über 40, die sind alle eingetragen dafür. Ja. Und dann nehmen 10 oder so aktiv dran teil. Du kannst natürlich gewinnen. Das ist Kacke. Das geht dann nicht, macht keinen Spaß, wenn man nur verliert und dann sind da 2, 3 Leute bei, die da richtig für brennen. Und für die ist es halt echt unfair, ne? Ja. Genau. Ja, das machen wir auch nicht. Also. Gut, das soll jetzt ja nicht unser Tagesthema sein. Schön, dass wir es mal angesprochen haben. Ja. Ich will gerade im Klebemonster seine Frage noch beantworten. Wenn du Clash of Clans spielen möchtest und du bist ein aktiver Spieler, dann kannst du gerne zu uns in den Clan kommen, auch als Anfänger. Wir haben auch Anfänger noch dabei, also da gibt es im Moment keine Regeln, dass man erst ab einem Erfahrungslevel von so und so viel Punkten in den Clan eintreten kann. Also wenn du spielst und bist aktiv, dann kannst du gerne kommen. Gut. Ja, und das mit dem Clankrieg ist, glaube ich, gar nicht. Wenn man sich rot stellt, ist es ja in Ordnung, oder? Ja, gut, will aber auch nicht jetzt einen Clan voller Mitglieder haben, die nur rot sind. Also Clankrieg will ich schon machen. Also das sollte Voraussetzung sein, dass man das auch will eigentlich. Wir haben zwar da den einen oder anderen, der keinen Clankrieg macht, aber einen ganzen Clan mit denen möchte ich dann halt eben auch nicht haben. Ja, das ist schon klar. Macht ja eigentlich auch Spaß. Das ist ja das. Ja, genau. Ja, ich denke mal, durch das, als ich angefangen habe zu spielen, gab es ja diese Clankriege noch nicht. Und ich denke mal, dadurch, dass die jetzt diese Clankriege, das ja macht das Spiel noch mal mehr Spaß wie vorher. Vorher hast du halt eben nur dein Ding gemacht. Warst zwar auch in einem Clan, konntest immer Truppen hin und her schicken, aber durch die Clankriege, die dann eingeführt wurden, macht es doch noch mal mehr Spaß. Ja, ist klar. Und jetzt durch den Clan-Level, der eingeführt wurde, hat man ja auch ein Ziel. Man will ja den Clan dann vorantreiben. Wir sind jetzt kurz vom Clan-Level 4, sage ich mal. Das ist schon gut. Ja. Okay, aber das soll es dann mal im Großen und Ganzen Clash of Clans gewesen sein. Wer Fragen dazu hat, kann ja Kommentare, E-Mails oder ihr wisst ja, wo er mich findet oder den Bob oder wie auch immer. Oder wenn ihr noch wissen wollt, wie denn der Twitch-Kanal ist vom Bob und vom Kai, das habe ich jetzt eben mal auf der Deem-Seite hinterlegt. Oh, super, cool. Danke. Aber dann kann ich ja den Link rausnehmen hier. Nee, lass den drin. Ja, gut. Okay, dann gehe ich mal wieder zum Real Life, wie man so schön sagt. Eine Frau hat auf Facebook, ja wo auch sonst, bei Bänke ersteigert. Also so, für, was heißt ersteigert? Erstanden. Wo habe ich das schon mal gehört? Ja. Ja, für 35 Euro. Du hörst meinen Podcast wahrscheinlich. Ja. Ja, ich habe leider nur ein Leben. Ich weiß auch nicht. Ja, und da bin ich dann losgefahren, wollte die holen und auf dem Weg dahin ist mir bei meinem T4 der Auspuff abgefallen. Ich bin mit meinem Kollegen losgefahren und der kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also der T4 mit seinem Saugmotor, der hat geknattert wie eine Harley Davidson. So richtig ram, bam, 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 machte der. Nur bergauf hörte sich das halt irgendwie kacke an. Ne? Und dann musste irgendwas passieren. Konnte ich nicht mehr mitfahren. Den haben wir dann halt repariert. Am Freitag drauf
Da habe ich ein 2-Zoll Rohr, weil Rohre haben wir genug. So ein verzinktes Rohr haben wir zurechtgeschnitten. Mit ein paar Schellen haben wir den da wieder drunter geschustert. Und ja, er ist noch irgendwo so ein bisschen undicht, was aber doch diesen Harley-Sound so ein bisschen leben lässt. So leise. Dieses Geblubber. Ja, dieses Geblubber, das ist noch da, aber es ist halt nicht mehr laut. Das ist richtig. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber es ist echt gut geworden. Richtig leise, aber trotzdem hörst du dieses Geblubber. Das kann vielleicht sein, dass der Endtopf hinten beim Außen, ich habe es ja einmal komplett auseinandergenommen, um die Kanten abzuschneiden. Der Flex, ich mag da nicht unterm Auto rumwühlen und dabei habe ich den umgedreht und so ein bisschen ausgeklopft. Das kann sein, dass da drinnen vielleicht, das ist ja so ein ist ja auch, sind ja auch Bleche drin, so Leitbleche, dass die sich vielleicht zerlegt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hört er sich jetzt richtig gut wieder an. Ja. Zu den Bänken noch kurz, die haben wir bei uns auf der Terrasse. Und ja, jetzt haben wir die beiden Bänke gegenüberstehen und in der Mitte ist nichts und da fehlt ja irgendwo ein Tisch oder so und in dieser Größe, meine Frau hat geguckt, hat keinen Tisch gefunden. Dann bin ich für einen anderen Kunden im Baumarkt gewesen und haben wir so eine Siebdruckplatte brauchten wir da. Wir wollten so einen Kühlkasten verkleiden, dann eine Toilette davor zu schrauben. Der wollte halt nicht fließen und es sollte alles erstmal provisorisch sein und diese Siebdruckplatten sind sehr, sehr stabil. Habe ich die zurechtschneiden lassen? Wieso erzähle ich das ja? Ach so, ja, deswegen war ich im Baumarkt und da habe ich diese Tischplatte gesehen, diese Leimholzplatte. Das ist irgendwie Fichte gewesen oder Kiefer? Nee, ich glaube Fichte. Ja, 2,50 Meter lang und 60 Zentimeter breit und ich habe die Platte mal so genommen und die war gerade, die war hundertprozentig gerade und da dachte ich mir, Mensch, da baust du jetzt einen Tisch von. Hab mir noch so ein paar Balken dazu geholt, gehobelte Fichtenbalken dementsprechend natürlich auch, ein schönes Gestell gemacht und jetzt haben wir eine 2,50 Meter lange Tafel da zwischen den Bänken stehen. Das ist toll. Die Nachbarin war begeistert, die will jetzt auch einen haben. Oh, jetzt gehe ich wohl in die Produktion demnächst. Sanitär, Heizung und Tischlerei, so ist das. Ja. Apropos, sorry, wenn ich kurz unterbreche. Vielen Dank noch hier. Wir haben nämlich gerade einen neuen Follower bekommen auf Twitter und zwar das Steakbrötchen. Hey, cool, ich nehme auch eins. Oh. Das passt ja. Da kriegen wir auch noch einen Dönerspieß, Raiden. Das wäre geil. Ja, ne? Oh. Früh an, Mittag an, abends an und nur Abnehmer dabei. Geil. Ja, das Problem war diese Woche sowieso, also mehr die letzte Woche, ich war ja nicht dabei und das hatte also auch seinen Grund, weil ich am Teich das Gegenteil von Land unter hatte. Da ist mir nämlich das Wasser aus dem Teich gelaufen. Fehlt mit mal knapp 50 Zentimeter. Das ist gar nicht gut, weil der Teich nur so einen Meter hat, da in manchen Stellen. Okay. Und dann der so seicht und dann heizt sich das Wasser auf und die Karpfen, die sind natürlich da ziemlich... Die sind eigentlich ziemlich hart im Nehmen, aber das war doch auch ein bisschen arg. Ja, da musst du auch mit dem Sauerstoff und so aufpassen, ne? Wenn das ja, so, genau. So ich wenig auch gleich, Wasser wird. Ich habe auch gleich die Feuerwehrpumpe genommen und habe da erstmal richtig umgewälzt. Ja, und ja, das hat wohl hingehauen. Und dazu habe ich natürlich Dammbau betrieben, das ganze letzte Wochenende. Ich habe das mal hochgerechnet, also ich war so bei knapp 30 Stunden, die ich da wirklich gebuckelt habe. Naja, das nicht mal alleine, da waren auch noch Leute bei und ja, ich hatte das ja schon mal gesagt, wie ich das machen will oder ich hatte da ja schon so eine Idee oder ich wollte da sowieso schon immer bei, so muss ich es ja sagen und da hatten wir hier auch schon mal drüber gesprochen und ich hatte immer noch diese Panzerplatten da rumliegen, also diese Betonplatten, die so dreifach von diesen Waschbetonplatten sind, also richtig schwere Kameraden, die wollte ich ja so vors Ufer legen, nur... Das wäre ein bisschen von der Bauerei her schwierig gewesen. Und jetzt hatte der Nachbar, hatte so ein Rolltor und hatte diese Elemente 60 hoch und 4 Meter lang gehabt. Und die konnte ich schön schon mal vor dem Ufer platzieren und dann da diese Panzerplatten vorlegen. Somit hatte ich quasi einen doppelten Schutz und hatte die schön gerade liegen, konnte da die Erde hintermachen oder den Lehm vielmehr. Und ja, der Teich ist wieder dicht. Ich hatte gestern mit dem Nachbarn gesprochen. Und der sagte mir ja, es wären auch schon 5 Zentimeter wieder reingelaufen. Also trotz dieses Wetters, ne?
Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen was kommt. Die haben uns ja Regen gemeldet ohne Ende, sonst wäre ich ja heute Morgen hingefahren. Aber das habe ich halt nicht gemacht, weil ich dachte, auch wenn so ein Sauwetter ist, kannst du da auch wegbleiben. Ja. Jetzt ist den ganzen Tag schön eigentlich. Dann wird es ein bisschen dunkel, aber trotzdem. Also das, was die sagen, ja, was die sagen, passiert ja sowieso selten. Dann, das war ja gestern. Wir haben die Kleine weggebracht oder ich habe meine Frau weggebracht mit ihr einkaufen. Also vorne. Unsere Kleine muss zur Nachhilfe. Da habe ich meine Frau mit der Kleinen zur Nachhilfe gebracht. Meine Frau hat sie eben reingebracht. Da habe ich meine Frau wieder mitgenommen. Wir sind zum Netto, haben da eingekauft und ich bin dann mit diesen kalten Sachen, die hatte ich jetzt im Auto, bin ich nach Hause gefahren und meine Frau ist wieder zur Stadt, um die Kleine abzuholen und kam dann mit dem Bus nach. Jetzt komme ich zu Hause an und habe keinen Schlüssel. Ich meine Frau angerufen, scheiße, ich habe jetzt das Eis, ich habe die Friersachen alles hinten im Auto und jetzt nochmal nach Lemgo fahren, das ist eine Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück, halbe Stunde, das taut alles an, das ist Mist. Also was macht der Bob? Der macht vorne ein Fenster auf vom Keller, so Kellerfenster, die hatte ich nicht richtig zugemacht, Gott sei Dank. Und dann bin ich da eingestiegen. Wie so auf halb acht, so da drinnen liege und steige gerade so in das Fenster rein, kommt die Nachbarin vorbei da. Ich sage, hallo Frau Kern. Ich sag, was machst du denn da? Sagt sie, ne? Und ich saß da in dem Fenster fest, bin da reingekrabbelt. Oh Gott, war das peinlich. Und dann dachte ich, ja, endlich im Keller. Schön, alles spitze. Jetzt kannst du eben die Tür aufmachen und gut. Ja, scheiße, was, meine Frau hat oben die Kellertür abgesperrt. Jetzt kam ich oben auch nicht in den Flur. Oh, warte, jetzt habe ich dann ein Draht aus dem Auto geholt, weil ich hatte ja noch Schweißdraht, das Autoschlüssel hatte ich ja, und eine Zange. Und dann habe ich erstmal diesen Schlüssel da rausgepopelt und habe dann mit dem Draht, habe ich dann die Tür geöffnet und konnte dann bei uns ins Haus. Da guckten mich dann die vier Augen ganz komisch an hier von unseren Hunden, wie ich dann die Tür aufmachte. Dann ist das gelungen, naja. Oh, naja, normalerweise hast du das immer alles zu, nur jetzt war es so, wir hatten das Holz im Keller und ich wollte draußen an meiner Feuerstelle da, wisst ihr ja, wollte grillen und hatte dann unten noch Buche liegen und das habe ich durch das Fenster rausgegeben. Und aufgrund dessen war das Fenster noch auf und das war okay. Wirklich so ein Glücksfall, sonst kannst du Lebensmittel, wenn die antauen, das ist Käse. Weiß ich nicht, auch wenn es für den eigenen Gebrauch ist, ich finde das eigentlich nicht so schön. Nee. Ja. Und dann habe ich gestern Gitarre gespielt. Unsere Nachbarin hatte Geburtstag und wir haben da so gesessen und wo ich dir erzählte, die mit dem Clash of Clans. Ja. Die singt in einem Chor und die singt auch richtig gut und hat auch. Clash of Clans Chor. Nee, richtig. Nein. Die macht so ein A Cappella-Chor, also richtig, singen da moderne Musik und das hört sich richtig gut an. Also die sind auch ziemlich weit oben, wenn hier irgendwo Veranstaltungen sind. Ich habe das gesehen in so einer Liste mit Dieter Nuhr und was weiß ich, was alles in dieser Halle ist. Wow. Ja, da sind die also auf Platz 1 über denen, deren Veranstaltung. Also die sind echt richtig gut, ne? Und die hat dann halt, wollten wir singen. Und ich sag, Mensch, du, wenn du singst, dann hole ich noch eine Gitarre. Und dann habe ich die Gitarre rübergeholt und mein Problem ist halt einfach, ich kenne nichts auswendig. Ich spiele, wenn ich den Text vor mir habe und da steht jetzt A-Dur, A-Moll, D-Moll, was weiß ich, die Akkorde, die kann ich dir alle greifen, nur ich muss wissen, wann welcher kommt, ne? Also ich höre das nicht raus oder so. Mhm. Und gut, dann hatte sie noch, sie hatte gar nicht. Ich hatte noch ein paar Notenzettel in diesem Pack, wo meine Gitarre drin war. Ja. Dann haben wir gestern ein paar Lieder getrillert. Und was soll ich sagen? Nach Jahren bald ist immer noch wie immer. Also man greift die Akkorde und spielt einfach. Das ist gar nichts, was man irgendwie mal verlernt. Ich spiele ja nur noch Schlagzeug im Grunde genommen, außer bei einem Stück. Da zupfe ich mal so ein bisschen was. Aber sonst spiele ich nur noch Schlagzeug. Und es hat mich eigentlich gewundert, dass man sowas wirklich nicht verlernt. Und was mich auch noch gewundert hat, die Gitarre war noch gestimmt. Ich hole die nach anderthalb Jahren, cool. Also ich hatte die das letzte Mal vor dem Umzug in der Hand, hol die da raus und die ist noch komplett gestimmt. Ist so echt phänomenal. Mhm. Also ich muss ja sagen, Blockflöte kann ich auch nicht mehr spielen. Also da weiß ich auch nicht mehr, wo was ist. War das einzige Instrument, was ich mal gelernt habe in der Schule. Ja, Rain?
Hast du denn deine Nachbarin schon seelisch darauf vorbereitet, dass da nächste Woche hier so ein kleines Rock im Park bei dir im Garten stattfindet? Na, nächste Woche ja noch nicht. Halt im nächsten Monat, meine ich. Ja, die kommt ja auch, ne? Achso, ne dann. Wollt ja, Nachbarschaft musst du bei sowas immer einladen, sonst gibt's Ärger irgendwie, glaube ich. Ja, es ist ja auch, nein, ach, das ist ja normales. Es ist keine Facebook-Party. Ich weiß auch gar nicht, also wenn wirklich jemand kommen möchte, dann sollte sich wirklich dringend in dieses Dokument eintragen, sonst am 20. ist Schluss, ne? Dann plane ich mit den Leuten, die da sind, und die anderen, die müssen leider draußen bleiben. Dann steht ihr vor der Tür. Das ist einfach so. Da steht nämlich ein Bobsei-Stift draußen und der sagt dann, wer Einlass kriegt, dann werdet. Ja, gut, schöne Drohung, Alter. Und der hat's drauf, das sage ich dir. Der Murat. Ja. Okay. Also, Ich mache keine Einlasskontrolle. Ich mache nur die Einlasskontrolle, wie viel Bier reingehen. Das ist ja die einzige Einlasskontrolle, die ich mache. Die gerät auch außer Kontrolle wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade gehört, der Raiden bringt Lorcher mit. Da kann man gut schlafen nachts. Lorcher. Dann brauchst du einen Lorcher. Also, gutes Lager. Ist war jetzt gerade sehr merkwürdig, und zwar, ich probiere das nochmal mit dem VLC, weil der was von mir gesagt hat, dass das nicht so funktioniert. Also am PC funktioniert es einwandfrei, aber irgendwie am iPhone funktioniert es irgendwie gerade nicht. Ganz komisch. Okay. Was schreibst du denn hier eigentlich im Spiel rum, Kai? Du sollst dich doch auf den Podcast konzentrieren. Ja, Leute, ich bin Anführer, ja. Ich muss das ist aber so. Ich muss ja jetzt da gucken, die Pirate oder der Pirate, also nicht die Pirate von den Vogonen, sondern eine andere Pirate, der will jetzt da hier einen Angriff machen. Jetzt ist der aber, müsste der normalerweise auf die 2 gehen, aber ich habe gesagt, er soll auf die 5 gehen, weil er nicht so gut in den Angriffen, glaube ich, ist. Deswegen soll er ein bisschen tiefer gehen. Da muss ich ja doch ein bisschen koordinieren hier. Ja, mein Mitanführer podcastet ja auch. Der Vize. Der andere Vize schafft am Bau. Wer soll es denn machen? Ja, keiner. Die müssen doch mal einen Moment alleine klarkommen. Nein, kannst du die Leute nicht allein lassen. Du musst auch mal ein bisschen loslassen können. Mensch, ja. Du bist ja wie mein Lehrherr. Lehrherr? Ja, mein Lehrherr. Der konnte das auch nicht. Der musste immer irgendwie seine Finger im Spiel haben. Der hat uns nicht alleine auf der Baustelle gelassen. Alle paar Minuten stand der da und guckt der wieder. Aber du guckst doch auch. Nein, ich bin am Farmen, habe ich doch gesagt. Quatsch. Blöd, Mann. Ja, nein, Quatsch. Ich finde, sollte man einfach mal machen lassen. Die Jungs, die müssen das doch können. Aber mit der 5 ist natürlich richtig. Ja, jetzt schreibt der Robert nämlich zum Beispiel, er kann einen Spaßangriff machen. Hier geht's Messer auf Schneide und dann will der einen Spaßangriff machen. So, jetzt müssen wir dazu sagen, dass der Robert, der andere, ist die 6, der kann dann noch die 5 oder die 4 machen. Das ist der andere Anführer, ne? Ja. Ja, okay. Ne, also das mit dem Gitarre spielen war auf jeden Fall wie Fahrradfahren. Also ich dachte, Mensch, das sitzt ja noch hundertprozentig. Das will ich jetzt auch wieder öfter machen. Also ich werde es mir wieder öfter schnallen jetzt und mal ein bisschen musizieren. Habe ich eigentlich wieder Spaß zu bekommen. Auch gerade mit ihr hier, die kann ja geil singen. Das ist richtig schön. Und ich habe dann auch dazu gesungen. Und du merkst, wenn zwei Stimmen... Das ist du wieder versaut. Nein. Wenn beim Gesang so zwei Stimmen übereinander kommen und genau passen, das fängt an, die verschmelzen sich irgendwie. Das ist wie wenn du einen Ton hast und einen anderen Ton, die beim Gitarrestimmen zum Beispiel, da hörst du erst so ein, das ist wie so eine Welle, das flattert so ein bisschen, und wenn du genau Ton auf Ton bist, dann ist das so eins, und das hört sich echt genial an. Hat richtig Spaß gemacht. Und das ohne Übung, ohne alles. Richtig toll. War schon schön. Ja, genug geschwärmt. Ich kann euch ja was vorsingen. Wer zum Sommerfest kommt, kriegt was gesungen. Yay! Oh Gott. Jetzt werden die alle wieder umgeändert. Jetzt steht überall Minus morgen. Ach Mensch, ich freue mich schon. Vor allen Dingen auf den Micha. Den kenne ich ja noch gar nicht. Ja, ich kenne viele noch nicht. Ja, doch, aber
Doch, eigentlich kenne ich die. Nee, die Frau von dem Dings kenne ich auch noch nicht, von Martin. Ja, es ist, ja den Martin kenne ich auch nicht. Ich habe zwar einen Podcast mal mit dem aufgenommen, ihr Podcast-Ding, aber sonst ja, kenne ich den auch nicht. Ja, der von Twitter der, halt eben, ja. Der passt wirklich. So ein richtiger Teddy. Schön. Er wird ja oft verwechselt. Du mit ihm? Oder umgekehrt. Oh, ihr habt aber überhaupt ganz wenig. Ja, ist gemeinsam. Aber schon, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ist schon passiert. Ich weiß nicht, vielleicht bringe ich auch eine Frau mit, schauen wir. Ja, bei diesem mit Chantal. Ah, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich will meinen Rechner für die Abbauer, ne? Genau. Ach, da musst du aber so langsam zusehen, dass du was an den Start kriegst, ne? Das setzt sich doch nicht selbst unter Druck. Klar, was soll das, erste, was ihr macht, das erste, was ihr macht, wenn ihr eine kennenlernt, übrigens, ich mache Podcast, ne? Genau. Und dann hört ihr sich die anderen 170 Folgen an und denkt sich, okay, ach, was ist das für ein Tipp? Danke fürs Gespräch. Tschüss. Ich wünsche dir nur einen schönen Tag. Was? Ja, das war meine Woche. Und jetzt nehme ich, ich habe den Ball mal wieder ein bisschen übergeputzt. Der ist jetzt wieder sauber. Okay. Und werfen den mal zurück. Super. Und dazu fällt mir noch ein, wieso, weshalb, warum? Wer nicht hört, bleibt dumm. Na, einer lacht ja wenigstens drüber. 1000 tolle Sachen gibt es überall zu hören. Jetzt kommt die GEMA und wird dich zerstören. So. Genau. Mit diesen Worten empfange ich vom Bub den gelben Ball. Vielen Dank dafür. Lass ihn durch meine Hände gleiten und switch mal kurz am PC wegen rum ins Dokument. Und dann hätte ich gesagt, nehme ich noch einen kräftigen Schluck von meinem mittlerweile schon kalten Kaffee, vielleicht bringt's ja was. Und fange dann mal mit meiner Woche an. Übrigens, der Dominik Heinz, der schreibt, bitte nicht singen. Ich glaube, es ist bestimmt Verwandtschaft vom Biafra oder so. Oder irgendwie ja, kennen die sich, ne? Gibt's ja gar nicht. Der Biafra hat sich bestimmt Verstärkung hier mitgeholt. Ja. Ja. Der Zubi gesagt, wenn du am Samstag um 14 Uhr mit Nein hörst und irgendwas schreibst, dann muss der Mund doch, keine Ahnung, nicht so buggeln wie sonst. Okay. Nehme ich nur einen kräftigen Schluck von der Pulle und dann geht's los. Er säuft heute wie eine Ziege, ne? Ja. Das ist der Nachbrand, weißt du? Der war gestern aus. Gestern war ja kein Raidinger, da konnte er mal richtig auf die Piste gehen. Ah, die Weiber klar machen, weißt du? Deswegen hat er heute so einen Brand. So. Und zwar, was gab's letzte Woche bei mir? Am Samstag Vormittag bin ich irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen. Ach ja, kannst mal wieder ein Spiel kaufen, ne? Collectors Edition. Ja, naja, und was hat sich der Buge gekauft? The Witcher 3. Mein Kumpel hat gerufen, wie schaut's denn aus? Wer ist mit nein Expert? Ja, freilich. Und jetzt sind wir halt reingefahren und haben halt The Witcher 3 für die PlayStation 4 mitgenommen. Ja, hab's jetzt auch schon zweimal gespielt. Yay. Für jeweils, denke ich mal, so eine halbe Stunde. Juhu. Ganz cool. Also, Grafik und Story bis jetzt richtig cool, also das Spiel bockt schon, ne? Das ist eine riesen Welt, da läufst rum, überall kleine Nebenquests mit abgeschlossener Geschichte, also geiles Game, kann man überhaupt nichts sagen. Kannst du da auch mit mehreren Leuten spielen, oder? Nee, das ist so ein Online-Mode. Ne? Ah, okay. Wie stelle ich mir das vor, wie GTA so? Oder wie ja, kannst du dir so ähnlich vorstellen. Nur, dass du da halt alleine bist, halt auch genau, ja. Also da gibt es keinen Online-Modus oder sowas. Mhm. Und dass das halt eben hier in der Fantasy-Welt spielt, ne? Ja. Und auch für die Story sehr, also richtig cool bis jetzt, ohne Scheiß, macht richtig Bock. Ja. Coole Sache.
Und ich denke, das werde ich auch mal länger spielen. Sie werden mir jetzt erstmal bis September irgendwie kein Spiel mehr kaufen, glaube ich. Weil im September kommt ja dann irgendwann Metal Gear Solid und dann brauche ich erstmal Urlaub. Ja, das ja. Will ich mir sehr wahrscheinlich auch kaufen. Oh. Aber du, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, irgendwie von es gibt Neuigkeiten zu Alten Akschmari. Wo war das? Wo haben wir das jetzt gelesen gehabt? Bei dein monatliches PS Plus Aktualisierung ist da. Sieh dir die neuen Spiele an. Muss es nur dabei? Hast du geschaut? Metal Gear Solid, ja genau, da ist es doch. Ja, das hatte ich dir doch geschrieben. Dass das ja, aber ist. Warum bekomme ich jetzt erst die E-Mail? Der E-Mail habe ich gar keine bekommen, glaube ich. Also, warte, ich kann mal gucken. Call of Truth, geil. Das musst du dir holen, das ist sowas wie GTA, nur im Wilden Westen. Was ist das? Das Call of Truth. Geil, das muss ich mir auch runterladen. Hast du mal einen Link dafür? Ja, Moment. PlayStation Store, poste ich gleich live in den Chat. Was? Seite nicht gefunden? Warte mal. Ich gebe dir mal an. Ich google das mal schnell. Jetzt downloaden sollen das. Da muss man sich da erst einloggen. Seite nicht gefunden. Anmelden. Wir waren mal Zugang bei PlayStation Plus. Ja, genau. Wo er da rumprobiert, muss ich noch gerade was zwischenwerfen. Ja. Werf. Wir haben am Donnerstag eine Magazinaufnahme gehabt und hatten unseren König dabei, den Tim Pritlaff. Und nicht, dass ich eine Schelte kriege. Mensch, warum hast du denn nicht Werbung gemacht? Ja, das muss ich mal gerade anbringen hier. Echt, der Tim? Ja, der war da. Und der Sebastian mit dieser Audiokiste, diese orangene. Ach so, ja. Ist das denn? Studio Link, genau. Mhm. Sehr, sehr interessant, das Ganze. Also, ja, gut, du bist ja Teamspeak. Das ist, für dich ist das nix. Das ist eine Qualität wie HD hören. Okay, der gute Podcast Ding hat ja nur die Aufgabe da, ne, das von A nach B zu schicken, ne? Ja, mit einem richtig geilen Codec drinne. Frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert, aber das ist eine Soundqualität, als wenn du nebeneinander stehst, ne? Und das ist halt was, das schließt du einfach an und funktioniert, ja. Und da habe ich mir jetzt mal als Beta-Tester so eine Box bestellt und ja. Ich berichte euch davon. Ich finde es klasse. Cool. Mal was Neues. Und das war's eigentlich. Ich wollte bloß hören. Also nächsten Montag könnt ihr ja mal gucken. Da eigentlich erscheinen, wenn ich es denn geschnitten habe. Ja, ich habe halt bei der letzten Folge gesagt, dass ich die nächste Folge schneide, aber da wusste ich nicht, dass Tim Pritlaff kommt. Jetzt habe ich 4 Stunden Audiomaterial, die ich schneiden muss. Ach ja, Mensch. Cool, cool. Das war aber schön. Sorry, Kai, das ist für die PlayStation 3. Hat sich schon erledigt. Okay. Ja, aber cool, dass der, ja. Ja. Hätte ich mal Servus sagen können. Naja, gut. Dann, was haben wir noch gemacht? Wie gesagt, schön hier wegen rum, gewitchert. Ne? Schön. Geraldo, sag ich immer, der Geraldo. Mit dem Gerald. Rumgelaufen und so, wegen die Wälder geschaut. Also, coole Sache. Dann, was war noch am Samstag? Am Samstag waren wir dann schön beim Kumpel grillen. Als nämlich Spare Ribs Game, war ganz cool. Die haben wir nämlich um 13 Uhr oder was hat er damit angefangen und abends um 6.30 Uhr, 7 Uhr oder was hat es die dann zum Essen geben. Die haben wir zwischenzeitlich dann immer raus und haben es immer schön eingeschmiert wieder, ne, mit irgendeiner Sauce und dann wieder, nein, Räucherofen da oder was, das war so ein Smoker oder wie das Ding heißt. War ganz cool. War schon ein bisschen erschrocken, als ich das Foto vorher, nachher gesehen habe. Was war das denn da, bitteschön? Ich lasse mich dazu kommen. Da waren wir da beim Smoken halt und da dann der, aber ich meine, Mann, der könnte es eigentlich mal so ein Bild machen. Und das habe ich dann vertwittert und die Taktiktafel hat dann gleich wieder eine unvergessliche Erinnerung gemacht. Ich poste es mal hier im Chat. Und zwar hier schmier ich hier schön die. Ja. Schön die Rips hier so ein und dann, ja,
hat er hier so ein Bild gemacht mit zwei Sprechblasen, eben hat er mein Bild verschandelt, wo ich mir so denke, hoffentlich wird der Junge bald Veganer. Und hinten dran ist übrigens nicht mein Neffe, sondern der Neffe von einer Bekannten von mir. Und denkt sich, hoffentlich frisst der Onkel nicht wieder alles selber auf. Ja. Richtig cooles Bild. Und man sieht schon an meinem Gesicht und an dem Schweiß, dass es sehr warm war an dem Samstag. Das war ja, boah, das war ja ultra warm. Und dann auch vor dem Affen-Smoker da, also. Über 30 Grad hatten wir, ja. War schon. Richtig schön. War schon krass. Krass war auch, dass dann irgendwie abends wieder irgendwie so ein komisches Fußballspiel war. Ich glaube, UEFA irgendwas, keine Ahnung, weil wir dann den Beamer rausgeholt haben und dann an der Hauswand haben sie irgendwie Fußball geschaut, oder langweilig, ne, ich mir gelangweilt. Aber nachdem der Beamer dann schon draußen gestanden war und das dann rum war, sind wir dann nämlich auf Clipfish oder irgendwo hin und haben uns nämlich He-Man und Marshall Bravestarving angeschaut. War ganz cool, nachts um 23 Uhr dann, also auf der Hauswand He-Man. War schon geil. Das ist ein schönes weißes Haus. Nee, aber die haben dann irgendwie so alte Tapeten noch gehabt, so Rollen, dann haben wir die einfach aufgerollt und darauf haben wir dann das Bild provoziert, also war schon okay. Dann habe ich mir auch irgendwie noch einen Zug geholt oder so, dann nachts, keine Ahnung, also mir ging es am nächsten Tag nicht so besonders, dann auch die ganze Woche nicht. Ein Nachtzug quasi. So, ja, sozusagen, ja. Und die ganze Woche über, ich war immer schlapp und habe geschwitzt wie ein Ochs, aber ich glaube, ich habe es jetzt ganz gut überstanden, bin die Woche auch dann leider nicht zum Training, weil es ging einfach nicht. Mir war dann immer schwindelig und schlecht und dachte mir mal so ein Zug und was schon, wenn's halt nicht passt. Hab dann aber endlich mal die Zeit genutzt, wie ich dann daheim war, und hab mir doch schon vor ewigen Folgen mal Firefly auf DVD bestellt. Und da dachte ich mir, cool, lass ich die noch original verpackt, weil die gibt's ja momentan bei Netflix, und hab mir endlich mal Firefly gegeben. Ich bin begeistert. Was für eine coole Serie. Kennt ihr Firefly? Nee. Nee, ich kenne den nur von hier, von dem Firefly halt. Der gibt so einen Podcaster, glaube ich, ne? Weiß nicht. Auf aller Fall richtig coole Serie. Das ist genau, das sagt der Nachtzug, Space Western. Das ist so, ja, kann man schon so sagen. Das ist einfach, ja, Raumschiffe und ja, Raumschiff-Abenteuer, aber im Wilden Westen-Style. Richtig geil. Und da war ich natürlich wieder ein wenig so im Fieber. Weil, also ich war echt enttäuscht, dass das dann nach 13 Folgen oder wie viel das waren. Ich weiß nicht, also viel waren es nicht. Zack. Es waren genau 14 Folgen. Und dass es danach so abrupt aufgehört hat. Und dann ist auch irgendwann 2005 noch ein Film gekommen, also die Serie. Oder war der Film vorher da? Ich weiß gar nicht. Vorher gab es da auch einen Film noch, den werde ich mir noch anschauen. Den gibt es nämlich, glaube ich, bei Prime Instant Video, glaube ich, oder auch bei Netflix. Den werde ich mir noch anschauen, aber da war ich halt echt richtig im Fieber, ne? Und war halt ein wenig so im Fieber und habe mir gleich mal ein bisschen was bei Amazon bestellt. Und zwar hier einmal, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, das habe ich als Kind immer gern angeschaut. Kennt ihr noch Space Rangers For the Hope? Mhm. Oh Gott, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Also, geil. Das war aber nach meiner Zeit, wo ich solche Sachen geguckt habe. Nee, kenne ich nicht. Richtig cool, ey. Da spielt doch da die Kleine wieder mit, oh, die Mensch, wer ist sie, ist jetzt wurscht. Und der ein oder andere wird sie auch noch kennen. Und zwar habe ich mir die erste Season mal organisiert von Star Hunter. Kennt ihr Dino? Ja. Nee. Der ist nie alt. So. wie gesagt, ich denke mal, das wird so mein Wochenende werden, ne? Bis auf heute Abend wahrscheinlich. Und wenn wir das da schön gepflegt reinziehen. Heute war auch das erste Mal, dass ich von dieser Fertignahrung, wo ich euch da erzählt habe, in der letzten Folge, habe ich heute Morgen das erste Mal geschafft, mir ein Frühstück davon zu machen. Also von fetal.de da eben. Und habe mal diesen Shake runtergewürcht.
Also, ich sag einmal, das Zeug schmeckt wie wenn du dann Babadeckel nimmst und den im Wasser aufweichst. Das geht ja noch. So schmeckt es. Und ich, also man bringt schon unter, sag ich mal, ne? Ja. Aber ich denke mal, das Ganze kann man bestimmt nur, wenn ihr jetzt nur so einen kleinen Löffel Eiweißpulver reinschmeißt oder was und das mit durchshake dann, dass ein wenig Schokogeschmack oder irgendwas drin ist, ne? Dann denke ich mal, lässt sich das echt gut trinken. Ja, aber das kann es doch nicht sein. Die haben doch dabei geschrieben, dass es gut schmeckt. Ja gut, aber Geschmäcker sind ja wie die Massen, ne? Nein, du weißt ja auch nicht, wie Pappendeckel schmeckt hier. Also ein Pappendeckel, ich meine, wenn es dann ein wenig, ne? Also... Den kann man auch schon feiner zubereiten. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe ja keinen Hunger gehabt oder so, sondern es hat echt, also, top. Bin mal gespannt. Jetzt werde ich heute Abend nochmal einen nehmen. Mal gucken. Aber Essen ist doch ein Stück weit Lebensqualität. Dann tu dir das doch nicht an. Gerade am Wochenende, wo du Zeit hast, dir was zu machen. Ja, aber ich will meinen Körper mal darauf vorbereiten, jetzt, dass der dann ab nächster Woche hier, dass ich dann immer abends vorm Training, also am Montagabend, Mittwochabend und Freitagabend, statt einer normalen Nahrung eben das nehme, ne? Damit einfach von den ganzen Rumgehupfe und so oder brauiger Fleisch oder irgendwas essen, ne? Von daher, einfach mal, mich hat es ja interessiert, wie es schmeckt und, ne? Dass ich dann am Montag da irgendwie einen Kotzreis kriege oder so. Ja. Was ich ja richtig gut finde, also für mich, dass es vegan auch gibt, aber jetzt, wo ich das höre, nee. Nee. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Halt uns mal auf dem Laufenden. Jo. Ob du das noch irgendwie getuned hast oder ob das denn nach und nach so runterwürgst. dann hat es mir die Wochen auch noch vom Hocker kaut. Und zwar, ich war doch vor zwei Jahren müsste schon wieder her gewesen sein, wo ich beim Podcaster Barbecue in Köln. Das erste Mal, wo der Dr. Crazy mal da war und so, ne? Ja, der ist doch umgefallen, ne? Ja. Da war doch irgendwas. Der Thorsten, der ist bei Thorsten vorm Bauch gehupft und dann ist er umgekippt. Ja. Und da war ja auch die Andrea Wie. Andrea Wie will's wissen, ne? Ja. Die saß da auf der Bank, ne? Hatte ich so in Erinnerung, ja. Und da habe ich das erste Mal was vor ihrem Podcast gehört. Und da dachte ich mir, Mensch, ja, genau nach Zug mit der Seilbahn über die FKK-Wiese. Als ob er dabei gewesen wäre, hä? So. Und auf aller Fälle habe ich dann das erste Mal was über ihren Podcast gehört und dachte mir, cool, den abonnierst du mal. Und dann kam noch genau eine Folge und jetzt dann zwei Jahre nichts mehr. Und diese Woche, mein Podcatcher aktualisiert sich, schmeißt sie gleich zwei Folgen raus. Okay. Wo er total beeindruckt. Also die hatte ich ja auch abonniert, nachdem ich da bei meinen Podcast-Abos auch diese, die hatten ja da bei dem Podcaster-Treffen aufgenommen auch. Und da war, ich glaube, der Maiki hatte, glaube ich, auch was aufgenommen. Und da war unter anderem die Andrea Wie will's wissen dabei und da hatte ich die auch mit in den Feed genommen. Dann kam auch nur noch was, glaube ich, von dem Kölner Podcaster Barbecue und dann kam nichts mehr. Ja. Ja, stimmt. Mittlerweile hatte ich sie rausgemacht, aber ich werde sie jetzt da wieder reinmachen. Mhm. Direkt. Ja, worum geht's denn da bei ihrem Podcast? Ja, das ist total schon lange. Aber jetzt in den letzten zwei Folgen ist es so, dass sie da in Hamburg ist. Auf einem Intensivkurs für Chinesisch und erzählt halt da ein bisschen was über die Teilnehmer und warum die da nach China gehen und was sie da machen. Also ganz spannend. Mihao, Shangha, Xingha. Ist das so von der Sache her ähnlich wie Pirate Looking at Xing? Dieses Pirate-Matter-Ortes? Auch immer mal so, ja. Nimmt sich ein Thema vor. Ja, oder sie besucht mal eine Stadt. Na, also die Pirate macht das doch schon ausführlicher, denke ich. Also, okay, ja. Aber die fragt sich halt auch so Dinge, wie viel muss man wissen, wie gut ist deine Allgemeinbildung und so. Also war eigentlich mal cool gemacht, aber wie gesagt,
Schon mal der letzte vorherige Seite, warte mal, so. Das war jetzt hier am 9.6. und davor war es genau am 13.09.2013 war der letzte Podcast. Bevor sie jetzt die zwei rausgehauen hat. Mhm. Von daher, ne? Wieder durchgestartet, ja? Möge man mir verzeihen, wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, worum es da geht. Ne? Also. Ja, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Auch nicht allen Folgen nachgehört oder so. Ja. So. Auf alle Fälle hat sie in dem Podcast verlinkt, warum Fliegen auf Kühe fliegen, aber den gibt es schon gar nicht mehr, wenn man da auf den Link drückt. Schade. Gut. Soviel zu Andrea. Ja, und diese Woche war es mal wieder so, dass mal wieder ein Kollege uns verlässt. Schade eigentlich. Wir hatten zwar am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, aber im Laufe des Projekts hat sich das Ganze dann doch ja, zum Guten hingewendet. Also wir haben mal wirklich gut zusammengearbeitet und haben doch einmal den einen oder anderen Spaß gemacht. Ne? Also war schon ganz okay und ja. Der geht halt jetzt, schade drum, weil der halt gerade bei meinem Thema mit dabei war und ja, mich schon bei manchen Dingen entlastet hat. Und dann halt mal schauen, wie es läuft. Auf alle Fälle habe ich da für ihn eine schöne Abschiedskarte noch gefunden, die poste ich euch mal, die habe ich bei Davanda gekauft. Und das ist so eine richtig schöne, da siehst du lauter so Computer, also Computerarbeitsplätze. Und man sieht dann praktisch auf der Karte drauf, dass da lauter Menschen drauf sind am Computer und irgendwo fehlt einer, ne? Und wenn man dann da die Karte aufklappt, sieht man dann eben hinten drauf, ja, du wirst uns fehlen. Eigentlich ganz cool gemacht. Der Nachtzug als Abschiedsgeschenk gibt es die Winkelkatze. Nee. Die ist ja kaputt. Die ist kaputt. Mit dem kaputten Motor, ja. Nee. Ich glaube, die werde ich draußen im Garten irgendwo hinstellen. So als Marderschreck. Knack. Knack. Auf so einem Maulwurfhaufen. Ja. Kommt der nie wieder. Genau. Ja, wie gesagt, heute Abend, wenn ich körperlich gut drauf bin, ich meine, ich bin ja letzten Samstag ja, oder letzten Mittwoch abends raus, weil ich irgendwie voll fit war und einfach gut drauf war, ne? Mal schauen, wie das heute so läuft. Vielleicht gehe ich heute Abend auch mal nochmal die Welt entdecken. Ich wollte eigentlich gestern Abend mal weggehen, weil in dem Schuppen wäre da irgendwie so 90er-Party gewesen und dachte mir dann so um 7 rum, ach, legst dich noch mal kurz hin und dann dusch dich, machst dich fertig. Und dann bin ich gestern Abend irgendwann so um 22 Uhr, was mich lügen, war 37 oder was, aufgewacht. Und denke ich mir, oh. Na, war es dann doch nichts. Dafür vielleicht heute Abend, aber jetzt habe ich schon wieder gesehen, dass hier die Bodycross-Gruppe, wir haben da so ein WhatsApp-Channel und da die möchte morgen jemand was machen, also morgen früh gleich irgendwie ein Training oder so. Hätte jemand Interesse, morgen früh Bodycross zu machen? Oh, nö. Schauen wir mal. Ist eigentlich ein Geschmarri, weil am Montag Abend habe ich ja schon wieder und das bagge dann wieder nicht zweimal hintereinander. Ne? Da steige ich schön am Montag wieder ein und das war's dann. Ich denke, das macht mehr Sinn. Ja, du musst nicht übertreiben. Mhm. Aber sonst, weiß Gott, was hat mich heute Abend noch erwartet? Ja. Mhm. Was für sportliche Leistungen. Mit diesen Worten bin ich am Ende meiner Woche angekommen und harre der Dinge, die da vielleicht dieses Wochenende noch kommen mögen. Ansonsten übergebe ich den Ball liebevoll wie immer an den Planet Kai. Huch, und da fliegt er mir vorbei und landet da hinten in der Ecke. Ja, tut mir leid. Da musst du dich mal besser anstrengen beim Werfen. Ja. Bei der letzten Folge habe ich dann doch einiges vergessen. Der Aufnahmeknopf war gedrückt, also zum Aufnahmebeenden war gedrückt. Da ist mir noch einiges eingefallen.
Das heißt einiges. Einmal vor meiner Woche, ich hatte während meinem Urlaub meinem Vater seinen Laptop neu installiert. Also alles neu macht der Mai sozusagen. Alles runtergeschmissen, hat vorher dieses Mozilla gesichert, dieses, wie heißt die, dieses, Firefox? für den Firefox, genau. Ja, da gibt es auch diesen Mozilla oder wie der heißt, wo du das dann sichern kannst, ja, so dass die E-Mails und so, also die E-Mail-Adressen so eingerichtet sind, ja. Jo, die Kiste läuft wieder, aber der macht ja eigentlich auch nichts wie Facebook-Spiele spielen da drauf oder auch mal eine E-Mail lesen. Und, ja. Jo, dann war am Dienstag Betriebsausflug. Es ging nach Heidelberg. Da war ich zwar schon 1000 Mal, sag ich mal, weil wir da von meinem Arbeitgeber, der hatte da mal eine Niederlassung gehabt. Und die gibt's mittlerweile aber nicht mehr. Da war ich in der Woche eigentlich immer 2 Mal gewesen. Also, wie gesagt, keine Ahnung, hunderte Male schon gewesen in Heidelberg. Aber das Schloss in Heidelberg, das hatte ich noch nie gesehen. Und ja, wir haben so eine kleine Fahrt gemacht auf dem Neckar. Wir sind in Neckarsteinach, sind wir aufs Boot und dann Richtung Heidelberg gepaddelt. Naja, gut, gepaddelt nicht, aber gefahren halt eben. Und das sind ja 3 Staustufen im Neckar drin auf dieser Strecke. Und das sieht auf der Karte eigentlich gar nicht so weit aus, wenn ich das mal mir hier gerade so angucke. Aber wir haben doch 2 Stunden dafür gebraucht. Vom Wetter her, ja, es ging eigentlich. Es war jetzt ja nicht so, dass es brütend heiß war, aber es war auch nicht saukalt. Ja, ich muss sagen, Heidelberg ist echt eine super tolle Stadt. Also wirklich sehr schön gelegen da an dem Neckar und auch das Schloss. Echt herrlich. Ich war zwar nicht oben gewesen oder auch nicht drin gewesen. Das hatte ich mir jetzt eigentlich nicht so auf den Plan gestellt. Ich wollte eigentlich den Tag mal so genießen, weil shoppen geht in der Fußgängerzone. Wir hatten dann nach den 2 Stunden Schiff dann halt eben freie, ja, einfach den Tag konnten wir gestalten, wie wir wollten. Ich habe mich dann es war dann so gegen 12 Uhr, als wir dann angelegt haben in Heidelberg und habe mich dann da in der Kneipe gesucht, habe da mal was gegessen. Bin dann mal die Fußgängerzone rauf und runter gelaufen, aber ich meine, das sind die Geschäfte, die gleichen, wie sie ja woanders auch sind. Und was soll ich da in den Geschäften umgehen? Die Frauen, die mit waren, die Arbeitskollegin. Die, ja, die sind halt eben da Bummel gegangen und kaufen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ihr nehmt das Bier mit in die Kneipe, das geht ja gar nicht. Ja gut, ich meine, wenn du Betriebsausflug machst, musst du auch die weiblichen Angestellten mit. Aber doch nicht nach Heidelberg. Naja, nach Heidelberg, da, ja, also da gibt's wirklich hübsche Mädels, mein lieber Mann, die Bedienung da. Na gut, ich bin da für die Bedienung zwar schon ein bisschen zu alt gewesen, aber lecker Mädchen, kann ich da nur sagen. Ja, ja, so Art Sugar Daddy, das könnte man schon noch vorstellen bei dir. Hm? Ja, genau. Ja, ich hab's mir dann dort in einem Biergarten, naja, wie sagt man, so, also in so einem Garten halt eben gemütlich gemacht, bei einem Café dort. Alt Heidelberg hieß das Café, falls es jemand suchen will. Das war eigentlich ganz anschaulich. Ja, hab gelesen. Bin im Moment ein Mann namens Ove am Lesen, der ist ganz witzig, aber ich zum Lesen komme ich ja auch irgendwie. Wo bist du denn gerade bei dem Buch? Ziemlich in der Mitte, wo er die Katze vom Tod gerettet hat. Ach Gott, geil. Das ja. Buch ist geil, kann ich muss empfehlen. Ja, das ist echt cool. Also wie gesagt, ich lese da schon länger dran, weil ich im Moment, das ist bei mir einfach, wenn ich anfange zu lesen und sitze mich hier irgendwo hin und fange an zu lesen, ich pack noch nicht ein Kapitel, dann fallen mir schon die Augen zu. Ich habe da, kann beim Lesen einfach voll tiefenentspannt sein. Ich weiß auch nicht, was das ist. Früher, ich habe die Bücher gefressen, aber im Moment, es klappt einfach. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich viele andere Dinge zu tun habe, wie zu twitchen und solche Sachen, hier Podcast aufnehmen, dann noch Playstation spielen. Ja, das kann auch ein Grund dafür sein, dass ich damit so Keine weiß doch, zu zweit ist alles viel schöner. Genau, ja, aber lesen kann man zu zweit. Vorlesen, ja, das könnte ich.
Jo, das war's zum Betriebsausflug. Es ging dann abends um 18 Uhr, ging es dann wieder nach Hause. Wir sind dann in Landstuhl angekommen. Da war es so kurz vor 8 oder so mit dem Bus. Wir waren mit 5 Bussen unterwegs. Und war dann so um 8:30 oder waren zu Hause. Was ist das für ein Pott auf? Ja, das ist eine Espresso, so ein Espresso-Kocher ist das. Die haben einen gewissen Namen, fällt mir aber gerade nicht ein. Da kannst du Espresso kochen. Der hat jetzt gerade hier meinen Instagram-Account, denke ich mal, gefunden oder was. Kann ich dir später mal erklären, ja. Ja, das würde mich ja interessieren, was das ist. Ja, das ist so ein italienischer Espresso-Kocher halt eben. Da machst du unten Wasser rein, dann kommt oben der Espresso rein, schraubst du den Deckel zu, stellst du auf die Ofenplatte, machst die Ofenplatte an, das Wasser kocht, das drückt sich hoch durch den Kaffee und dann hast du halt eben Espresso. Der feine Herr, hä? Ja. Ja, gibt's im Ikea, aber gibt's auch für, was weiß ich, 10 Euro oder so kostet. Der feine Herr. Ikea. Ja. Genau, ja. Wo wir gerade dann bei Ikea sind und einkaufen, ich habe mir mal für meine Teekanne ein neues Stöfchen gekauft, denn das Stöfchen, das ich hatte, das war aus Glas und gehörte auch nicht mir. Deswegen musste da ein neues her. Das hier fand ich sehr schön. Ich glaube, die Verena hat sowas Ähnliches gehabt, als wir dort waren. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Von der Farbe her hätte ich mir können was anderes einfallen, aber da es ja aus Guss ist, kann man das ja auch noch umlackieren. Hm. Ja, und dann habe ich mir noch eine Trinkflasche gekauft, weil ich, ja, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, dass ich mittlerweile viel kalten Tee trinke. Mach mir halt eben mal eine Kanne Tee, lass die abkühlen, stell sie in den Kühlschrank. Und da habe ich mir gedacht, sowas könntest du ja auch mal mit auf die Arbeit nehmen. Das Ganze schön in der Kühltasche dann mit der Trinkflasche hier. Und das habe ich gestern, wie ich nach Frankfurt war, mal ausprobiert. Und das geht eigentlich ganz gut. Kann man auch schön mit einer Hand öffnen, diese Flasche. Und dann halt eben seinen Tee trinken. Das geht super. Ja, ja. Eine Nelchen halt, ne? Cool. Die habe ich für Outdoor draußen, so Nelchen-Flaschen. Nalgen oder was ist das, glaube ich? Nelchen, ne? Ja. Spricht man das aus? Ah, okay, keine Ahnung, ja. Ja, also die ist schon klasse. Die ist auch dicht, also echt super. Ja, coole Sache. Ja, und gegenüber von dem Café, in dem ich in Heidelberg gesessen habe, war ein Teekschwendnerladen. Und ja, da konnte ich ja natürlich nicht dran vorbeigehen. Und habe mir einen Tee gekauft. Ich bin halt eben da rein, gerade noch was suchen. Da habe ich noch was anderes gekauft. Diesen Tee fällt mir gerade ein. Bin halt eben da rein und wollte wissen, ich habe halt eben zu Hause so ein grüner Tee ist das mit Pfirsich-Geschmack, sag ich mal, und wollte halt eben auch mal was anderes haben und bin dann halt eben da rein und hab gesagt, ich hätte gerne einen Tee, den man auch gut kalt trinken kann. Ja, was habe ich dann zur Antwort bekommen? Ja, Tee kann man im Allgemeinen auch kalt trinken. Ja, dankeschön. Ja, wollte halt eben sowas für den Sommer oder so. Die haben auch richtig richtig coole Sommertees gehabt. Da habe ich mich aber nicht so richtig dran gewagt und habe mir jetzt ja diesen Orangetee da gekauft. Und der ist richtig lecker. Also den habe ich jetzt schon 2-3 Kannen damit gemacht. Und ja, der schmeckt richtig lecker. So, jetzt finde ich natürlich das nicht, was ich hier suchen möchte. Der war es, genau, ja. Dann habe ich da in einem Blog gelesen, die haben jetzt auch beim Teegeschwendner so Eistee Matcha. Und da habe ich mal diesen Lemon, den habe ich mir mal gekauft. Der kostet so einen Tetrapack 0,33 Liter, 3 Euro. Aber der schmeckt, die haben den gekühlt natürlich vorrätig. Und ja, der war richtig gut, muss ich sagen. Ich poste mal gerade den Link in den Chat. Hier so klappt, wie ich das gerne hätte. Dieser Tee, der schmeckt richtig lecker. Also, die gibt es verschiedene Sorten und ja, wie gesagt, schon bereits vorgekühlt. Das war eigentlich so meine Woche. Ja, halt eben auch getwitcht und so weiter mit dem Bob. Das macht echt viel Spaß. Komm halt eben nur abends dazu, das zu machen und
macht schon viel Spaß, die Leuten da mal ihre Base anzugucken und ja, zu farmen und so weiter. Ja, da bin ich mal gespannt, wo uns das noch hinführt. Naja, ich habe ja den Bob, habe ich ja schon erzählt, ich habe den Bob gestern zwitschern sehen. Mhm. Also, boah, scheint ja doch eine größere Fanbase zu haben, das Ganze, ne? Ich bin ja auch ziemlich spät zu YouTube irgendwie gekommen. Mittlerweile gucke ich ja da doch mal ab und zu mal so ein Filmchen oder so. Habt ihr da auch einige, dadurch, dass ich ja auch ein paar Let's Plays schon gemacht habe, einige Let's Player abonniert und so, wo man dann doch mal reinguckt, wie die das machen. Oder gerade jetzt hier bei Clash of Clans gucke ich da auch einiges. Ja, dieses Twitch, also ich habe mich noch nie vor den Computer gesetzt und habe gesagt, so, und jetzt gucke ich mal, was hier auf Twitch läuft oder so. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe das zwar ja auch mal gehört und dann bei YouTube findest du dann auch mal ein paar Videos, die dann auf Twitch gelaufen sind und so. Ja, find schon cool, wenn man da mal ein bisschen mit befasst. Und jetzt habe ich ja auch gelesen bei YouTube, so, es soll ja jetzt auch sowas machen, wie so ein Live-Broadcasting für Spiele, ne? Echt? Ja, das war bei Cashys Blog irgendwo, habe ich das, glaube ich, gelesen. Mal gucken, ob ich den Link finde, dann mache ich das noch bei mir in die Podcasts. Ja. Okay. Ja, cool. Ja. Jo, das zu meiner Woche. Der Ball, wo ist er hingerollt? Finden gerade nicht. Ja, wir suchen das ja. Ich gebe dann das Wort an den Raiden weiter. Super. Ja. Also ich muss noch kurz einwerfen, wenn da irgendwo eine Dame ist, die mit ihrer weichen Stimme dem Kai was vorlesen möchte. Oder vielleicht eine, die mit dem Reden ein bisschen turnen möchte, meldet euch einfach. Wie ist die Mailadresse? info@radinger.de? Logisch. Oder info@planet-kai.org, sonst kriegt der Raiden die ganze Fanpost, das geht ja nicht. Oder missbraucht er die Leseratten für seinen Sport da, ne? Oder zusammengeschrieben, ich bin die richtige @radinger.de. Ich habe alles gesagt. Noch etwas mit dem Stream, mit dem VLC-Player. Da passt was nicht. Ganz spannend. Ich schau mal, dass ich das dann fixe. Bildzuschriften werden bevorzugt beantwortet. Jawohl, Dominik, du kennst dir aus. Genau, dann schauen wir doch mal. Ich will 1000 Tabs offen. Schauen wir mal ins Dokument und zwar vielleicht noch für den einen oder anderen. Es gibt eine neue Sendezeit für den Stream und zwar wir senden jetzt immer um 14 Uhr am Samstag. Also so wie früher altbekannt, ne? Ja. Genau. Aus Raiden also, wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ja. Ausreden, wenn jetzt zwei, sei dabei. Nein, wie gesagt. Schön wär's. Samstag 14 Uhr, die Hörsuppe weiß auch schon Bescheid, die das auch schon geändert, also. Ja. Genau. Ansonsten haben wir einen Filmserie der Woche. Jo, haben wir. Haben wir mehrere? Nee, weiß gar nicht. Ja, das ist mir auch letzte Woche nach der Podcast-Folge eingefallen. Ich hatte diese Serie eigentlich schon im Warenkorb bei Amazon und da habe ich gesehen, Mensch, die ist ja jetzt auch bei Prime. Ja, es geht um Tool Time. Ja, hör mal, wer der Hämmer mit dem, wie heißt der, Tim, keine Ahnung. genau, ja. Ja, bin ich jetzt dann mittlerweile schon bei der zweiten Staffel und ja, ist einfach cool. Ich meine, kennt ja jeder, denke ich mal. Hör mal, wer der hämmert oder so, ne? Flanell. ja, coole Serie. Mit seinem Flanellhemd, jo. Ja. Am coolsten ist doch immer der Wilson, oder? Ja, genau, den man nur immer halb sieht. Coole Type. Und immer so allwissend. Ja, ja. Geil. Ja. Das ist meine Serie. Merkt schon, jetzt bin ich dann nämlich so halb, noch halbherzig da, weil ich hier versuche, dieses scheiß VLC-Problem zu lösen. Warte mal.
Jetzt habe ich es kaputt gemacht, oder? Scheiße, hallo? Ah, oh, jetzt hat er es kaputt. Oh, so dass ihr aufkennt. Fuck, warte mal, zack. Scheiße. Das Live der Woche. Leute, wir haben ein Live der Woche, wie schön. Hat man lange nicht. Oh. Jetzt haben wir Mac bestellt. So. Was hast du da Mac bestellt? Na. Netzwerkstream öffnen und er macht's nicht in Lusch. Gibt's nicht. Na gut, Freunde. Jerkai. Coole Serie. Jo. Ansonsten hätte ich noch einen Podcast der Woche. Und zwar, es gibt ja noch nicht allzu lange das Portal oder die Webseite oder Blog oder wie immer man das auch schimpft sich nerdlich.org. Es ist halt ein netter Blog über ja, coole Spiele, so Nerd-Stuff, ne? Zombie Run und solche Sachen halt, ne? Über Comics, über Tabletop-Spiele. Eigentlich ganz cool. Und die haben jetzt eben angefangen, auch einen Podcast zu veröffentlichen. Und zwar in der ersten Folge geht's da praktisch um eine Serie. Und zwar, wenn ihr jetzt den Link wieder da hättet, wenn ihr den Bus drauf drückt, zack, funktioniert es auch. Und zwar geht's um die Serie Sense8. Das ist halt so eine neue Serie auf Netflix, über die, wo sie halt da plaudern. Und machen sie eigentlich ganz cool. Die Audioqualität ist aktuell noch bescheiden, aber ich denke, das ist wie bei jeder, ja, wie bei jedem, bei jedem Podcast, dass die ersten Folgen immer wegen, ne, sind von der Audioqualität. Die lernen ja auch dazu und dann denke ich mal, läuft es. Wer den Podcast mal abonnieren möchte, ich habe da mal nach dem Podcast-Link gefragt, weil der zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht öffentlich verfügbar war. Vielleicht haben sie das jetzt gemacht, aber auf aller Fälle, ja, wer es abonnieren mag, viel ist verlinkt, könnt ihr mal reinhören. Der Chat sagt jetzt gerade, dass die Serie gar nicht so toll sein soll, dass die Mist ist. Habe ich noch nicht gesehen, keine Ahnung, aber ich denke mal, es wird ja auch noch andere Themen geben, wie schlechte Serien, über die muss ich sprechen, von daher. Mir gefällt halt die Seite cool und auch die Typen dort, wo wir was machen, von daher. Schauen wir mal. Deine Fans erwarten von dir das Wetwatchers-Update. Ich war seit 3 Wochen jetzt schon nimmer, habe aber auch schon eine E-Mail bekommen, dass sie mich vermissen. Aber ich glaube, die wird automatisch geschickt. Also ich glaube, da hat die Trainerin damit nichts zu tun. Ich schaue mal schnell auf meine E-Mail und da habe ich nämlich... Nach den Spare-Ribs kann er sich sowieso auf was gefasst machen. Ja, da hier, Betreff, wir vermissen Sie in unserem Treffen. Da wir uns in der letzten Zeit nicht gesehen haben, möchte ich auf diesem Wege einmal nachfragen, wie es Ihnen mit Ihrer Abnahme geht. Mir liegt Ihr Erfolg am Herzen und deshalb lade ich Sie auch ganz herzlich ein, wieder in mein Weight Watcher-Treffen zu kommen. Im Treffen bin ich für Sie da und unterstütze Sie auf Ihrem Weg zum Wunschgewicht. Jawohl. Ja, wie gesagt, es war alles ein wenig blöd, ne? Also die Wochen einfach, weil ich kränklich wurde, habe überhaupt nichts gemacht gehabt bei jedem blöden Zug. Davor, an dem Mittwoch, da war ja mein Auto in der Werkstatt, ne? Also. War es auch nicht so toll. Von daher, ja. Gibt's Resultate dann erst wieder ab nächster Woche. Wir dürfen gespannt sein. Aber hallo. Aber hallo, Freunde. Naja, gut. Es war die erste Folge nach 20 Minuten ausgemacht. Wie der Kack. Bei was? Ach, bei der Serie da. Oh. Ja. Schlimmer als... Ich kann es gar nicht aussprechen. Carnivale. Cornwall. Carnivale. Carnival, oder? Cornwall. Keine Ahnung. Sowas wie Kannibal oder was? Ach, wahrscheinlich. Naja gut, Freunde. Wir sind am Ende unseres Dokuments angekommen. Ach schon. Tja. Leute, Innis, wer drin ist, macht mit, dann bleibt doch die Folgenlänge.
Oder schickt uns ganz viel Geld, dass wir dann alle unseren Job kündigen können und jeden Tag ein neues Abenteuer erleben können, wo wir dann die Zeit dafür haben. Genau. Das und das Geld vor allen Dingen. Das wäre doch mal eine Alternative, oder? Derjenige, der ja samstags mittags um 14 Uhr keine Zeit hat, für drin zu sein, um in zu sein, der kann ja auch gerne einen Audiokommentar mal schreiben. Ja. Schreiben. Das will ich sehen. Mit Video bitte. Schreiben Sie öfter Audiokommentare. Verliebt-Hörerschaft. Oh Gott, Raiden, mach Schluss, jetzt kommt da noch Quatsch. Ja, ja, vor allem, es gab doch hier, es gibt doch hier diesen Podcast, diesen Geek Week Podcast, der wo ja eigentlich ziemlich cool ist, ne? Ja. Und die haben ja doch jetzt angefangen da mit dieser Diskussion damit, dass du hier diese Audible-Werbung, ne? Mhm. Und meine Schwester hat dieses Audible. Und da bin ich dann gleich mal hin, weil in der letzten Folge haben sie doch irgendwie über die drei Fragezeichen und so, ne? Mhm. Gesprochen halt eben von Audible halt, ne? Eben dem Schwierigste, der Sprecher, der ganz Bekannte, der Oliver Rohrbeck, ne? Ja. Und so, und dass die den halt kennen und dass die halt damit auch, dass er gute Hörbücher macht und so und drei Fragezeichen etc. Und da habe ich so meine Schwester gefragt, ich sag auch mal, haben die eigentlich ja drei Fragezeichen bei Audible? Ja. Fragezeichen Kids, ne? Ich so, hä? Also nicht das Originalzeug, sondern halt irgendwie so, das ist ein neues Zeug halt, ne? Für einen Arsch. Okay. Weil dann hätten sie mich so weit gehabt, weißt du? Aber so. Gibt's die nicht bei Spotify? Na. Aber fünf Freunde schreibt er noch zu. Super. Wir sind die fünf Freunde. Timo und Struppi, oder was? Nee. Über das. Wir sind die fünf Freunde. Julian, Tim und Tim, End. George und Timmy der Hund, ne? Oder und so. Timmy der Hund. Ach so. Wir sind die besten Freunde. Oh, ja. Reden bitte. Hanni und Nanni, das hat meine Schwester immer gelesen. Oh. Und Biggie. Biggie? Biggie. Nee, ich kenne nur Bitchy. 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 Pitchin. Das Chat-Tool Pitchin. Gibt's nicht. Oh, warte. Hat, aber siehst du, wenn der Nachtzug gerade an der heißen Quelle sitzt bei Audible, gibt's da auch die Funkfüchse? Das würde mich mal interessieren. Funkfüchse. Hm. Weil über die Funkfüchse. Was ist denn heute los? Über die Funkfüchse. Über die Funkfüchse. Habe ich gelernt, was ein Messtischblatt ist. Ein was? Ein Messtischblatt. Ja, dann los, klär uns auf. Wasche. Ach, das ist halt sowas wie eine Landkarte, wie eine Karte, nur aber für einen bestimmten Bereich eine sehr detaillierte Karte. Hm. Wo da in jeder Baum eingezeichnet ist, wasche. Jede Bonk, jeder Furz. Was, der Berfra verlässt uns, warum das? Zum extra du, hast den Rasen schon gemäht oder was? Ach. Naja. Ja, müde. Dann ja, leg ich dir auch, mach die Augen zu. Ich mein, ne, deswegen konntest du es ja weiter hören. Aber na gut, Bärfri, wenn du schon müde bist, dann. Gut. Dann schauen wir doch mal nochmal ins Dokument. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Müde und nicht mal Rasen gemäht. Wie soll das enden, schreibt der Nachtzug. Tja. Das ist wohl wahr. Müde, ich habe mir heute eine ganze Kasten Club Mare gekauft und habe schon zwei Flaschen getrunken und fühle mich oha. Müde. Also, Zeug wirkt auch nicht mehr. War's die Leid? Na, auch frisch abgefüllt. Schmeckt nur richtig schön herb, also. Club Mate? Ja. Wer weckt die Mate in mir? Und wirklich? Der Nachtzug schreibt, fünf Freunde gibt's bei Google nach dem Rasurendienst. Apropos Apple, ne? Hm. Die haben doch jetzt da irgendwie ihren super Streaming-Dienst da rausgeschmissen, ja. Ne? Oder dass die jetzt da online gehen. Ja. Da hat ja auch der Geek Week drüber da berichtet gehabt. Was haltet ihr davon?
vom Preis. Also ich meine, das ist schon ein Kampfpreis, ne? Was kostet es denn? Ja, also auch knapp 9 Euro oder was, keine Ahnung, so wie Spotify. Aber die haben dann irgendwie so einen Family-Account oder so, ne? Der kostet dann irgendwie monatlich 14 Euro, aber da können dann 6 Leute können da einen Account haben von der Familie, ne? Cool. Von daher ist kannst aber auch nicht unterwegs streamen, ne? Naja, und das ist halt jetzt die Frage, ich meine, solange da... Wir könnten ja den Ratinger, die Ratinger Family gründen dann, quasi. Was, lauter Mädchen? ich wollte es gerade sagen, solange die da nicht irgendwie auf die Netzneutralität scheißen und so Angebote machen wie Telekom oder so, ne? Eben, ihr könnt uns hören und oder streamen und es geht nicht vom Telefon ab, sehe ich da keine Chance. Und nachdem sich ja Apple ja schon dafür ausgesprochen haben, dass sie die Netzneutralität schützen wollen, frage ich mich dann, wie die das machen wollen. Ja, ich will dir mal gerade was sagen. Dann muss halt eben mal die Telekom und die ganzen anderen Kackanbieter mal hingehen und anständige Verträge anbieten. In jedem Land um uns drumherum werden Verträge für 30 Euro im Monat angeboten, wo du, was weiß ich, 10, 20 Gigabyte hast oder sogar egal wie viel, wo du nicht gedrosselt wirst. Oder das stimmt, was. Ja. Das ist bei uns, du musst, wenn du ein iPhone bei der Telekom haben willst mit Vertrag, musst du 50 Euro, glaube ich, ausgeben und hast 500 Megabyte im Monat an Flat. Die habe ich in 2 Tagen zerschossen. Tja. Was wir wieder gelernt haben, Deutschland ist das dümmste Volk. Mit uns kann man es ja machen. Ich bezahle 80 Euro im Monat nur fürs Handy und noch 40 Euro fürs Festnetz. Tja. Ja. Apropos bezahlen, ich gucke gerade, wir haben gar keinen PayPal-Button auf der Seite, oder? Auf welche Seite? Ja, ratinger.de. Echt, haben wir einen PayPal-Button? Glaub nicht. Nee, mehr. Wir brauchen einen. Echt? Ja. Für was denn? Ja, gut, bevor die Stille jetzt. Ist ja auch egal. Erzähl's dir gleich. Ja. Okay. Mädels dürfen gerne in Naturalien bezahlen, wisst ihr doch. Nein, nichts Scherz beiseite. Ich denke, wir kommen jetzt endlich mal zum Ende. Bevor wir ganz go explizit werden. Vielleicht sollten wir irgendwie in den Folgennamen hier mal eine Message mit einbauen in dieser Folge für ein Poughkeepsie. Dass die Folge vielleicht nicht gerade was ist, wenn seine Kleine mit zuhört. Wir können für ihn ja eine extra Audiospur machen, wo wir die Sachen dann rauspiepen. Oh, okay. Hast du viel Freizeit, oder? Der Bob schneidet so gerne. Ja, ja, ja. Wir, habe ich gesagt. Ja, wir. Wir, ja, ja. Wir, das heißt eigentlich so viel wie ihr. Ich habe keine Zeit. Ich auch nicht, muss twitchen. Ach, ja, ja. Ich habe andere Sachen noch zu schneiden. Ich habe gerade eben einen Anruf bekommen. Ja. Oh. Gibt es wieder Linux-Probleme, wo du lösen darfst? Genau, ja. Gut, mit diesen Worten bedanke ich mich mal einmal wieder ganz herzlich beim Kai. Jo, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Samstag ist auch mal wieder was anderes, oder? Merkt schon, ich bin voll aus dem Konzept. Danke an den Bobs und Bob. Ja, war wieder schön. Und ich finde Samstags auch am besten. Ja. Ich muss mal wieder geistig drauf einstellen. Es dauert jetzt wieder ein paar Wochen, bis ich da wieder angekommen bin. Danke wie immer auch an den Live-Chat. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Cool, dass ihr auch am Samstag die Zeit findet. Ich hoffe bloß, unsere Hörerschaft besteht nicht nur aus Harzer. Die wo Zeit haben. Nein, Platz bei ja, Seite. Samstags hat doch jeder frei, oder? Ja, jeder nicht, aber die Tracker müssen auch Samstags arbeiten. Na, ja. Oh. Gerne. Kerli. Kerle. Ja. Danke auch an die Runterloader, an die Kommentarschreiber, an die Flatterspender, an die Leute, wo über uns von ihren Freunden erzählen, besonders an die, wo ihren weiblichen Bekannten von uns erzählen. Und hey, dann denke ich mal, war es das für heute? Ich weiß nicht, war der Chat noch irgendwas? Das hätte man vielleicht bei der vorher fragen sollen. Ne? Also ich schiebe das Ganze einfach mal aufs Wetter, weil es bei uns so warm ist und weil heute Samstag ist. Nachdem der Chat nichts mehr hat, denke ich mal,
beenden wir das Trauerspiel. Und ich zähle von drei runter. 1, 2, 3. Servus.